Herzlich willkommen, Sonja hier. Stress im Alltag, mal wieder total angespannt und totale Unruhe in dir. Und jetzt geht es darum, Gelassenheit zu lernen. Aber wie? Das ist die Frage dieses Videos. Ich will dir dabei helfen, mit 7 Mitteln diesem Ziel näher zu kommen. Also bleib dran, wenn es dich interessiert, Gelassenheit im Alltag zu lernen. Bitte vergiss nicht, am Ende des Videos zu abonnieren und das Glöckchen zu drücken, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst, wenn es darum geht, mehr über Gelassenheit, Zeitmanagement und soziale Kompetenzen zu erfahren. Akzeptanz ist für mich eines der wesentlichen Bestandteile, um gelassener durch die Welt zu gehen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, passiert vieles in unserem Kopf. Wir haben den Eindruck, es sind einfach zu viele Aufgaben. Es ist einfach so, dass wir das Gefühl haben, da müsste es irgendein besonderes Mittel geben, womit wir es besser schaffen können, noch mehr zu erledigen, noch mehr zu schaffen, noch besser zu werden und vor allen Dingen uns immer wieder zu vergleichen mit anderen, mit das, was uns die Medien eigentlich vermitteln wollen, was wir alles tun müssten. Wir müssen unseren Haushalt super halten, wir müssen super aussehen, wir müssen sportlich sein, wir müssen sehr gebildet sein. Und irgendwie haben wir am Ende des Tages das Gefühl, zumindest geht es vielen Menschen so, ich kann mich da nicht ausschließen, verdammte Hacke, wie soll ich das hinkriegen? Und das macht einen nun mal wütend. Und das ist der Punkt, wo man vielleicht ein bisschen gelassener durch die Welt gehen sollte. Was hat jetzt Akzeptanz damit zu tun? Akzeptiere die Situation als allererstes. Guck genau in dich hinein und schau, okay, du bist vielleicht gerade wütend. Ja, dann ist dem einfach so. Wie würde vielleicht ein anderer diese Situation beschreiben? Das heißt, wir hatten gerade darüber gesprochen, wenn du zum Beispiel jemanden angeschrien hast, weil du total wütend auf ihn bist oder das Gefühl hast, es sind viel zu viele Aufgaben, die auf dich zukommen. Wie würde ein Fremder diese Situation beurteilen? Würde er das ganz genauso seinem besten Freund erzählen und sagen, die Situation war so, wie du sie wahrgenommen hast? Oder würde er vielleicht eine ganz andere Perspektive einnehmen? Nicht selten haben wir auch Gespräche darüber, dass andere Leute uns sagen, mein Gott, da kannst du doch mal ein bisschen geschillter sehen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, du musst doch da keine Sorgen vorhaben und. Das machen sie, weil sie ein ganz anderes Bewertungssystem haben. In meinem letzten Video oder einer meiner letzten Videos habe ich über Werte finden gesprochen. Wenn du magst, kannst du einfach mal reinschauen. Das heißt, du musst einfach die Situation vielleicht erstmal auf der Sachebene akzeptieren. Das heißt, guck dir die Situation mal möglichst ohne Emotionen an. Möglichst deshalb, weil wir schaffen es nicht ganz, die Emotionen rauszuhalten. Aber wenn du es schaffst, einfach mal zu schauen, wie sieht es aus? Wie ist mein Zeitmanagement zum Beispiel? Habe ich mir genug Zeit für die einzelne Aufgabe übernommen oder eingeplant? Habe ich mich vielleicht tatsächlich übernommen, weil 1000 Aufgaben an einem Tag einfach nicht zu schaffen sind? Weil für uns alle hat der Tag nun mal nur 24 Stunden. Gibt es vielleicht Dinge, die ich wegdelegieren könnte? Muss ich alle Aufgaben, die an mich herangetragen werden, wirklich übernehmen? Ja, natürlich hat der Mensch, der an uns herantritt und sagt, könntest du vielleicht noch das oder jenes übernehmen, einen bestimmten Grund dafür. Und er hat am Ende sicherlich auch einen Mehrwert, wenn du diese Aufgabe übernimmst. Aber ist es wirklich dein Weg? Also akzeptiere die Situation, nachdem du sie genau analysiert hast. Das heißt, guck dir genau die Situation an, wo dieses Gefühl kommt, okay, jetzt wäre es cool, ein bisschen gelassener zu sein. Selbst
wenn das erst im Nachhinein passiert. Am Anfang ist es schwierig, das in der Situation einfach sofort für sich klar zu haben. Aber selbst wenn du am Abend dich nochmal hinsetzen magst und überlegen magst, warum in Gottes Namen ist mir das so schwer gefallen und warum habe ich es wieder mal nicht geschafft, gelassener zu sein, dann schau dir diese Situation auch in der Selbstreflexion im Nachhinein nochmal an. Das heißt, dass du auch optimistisch daran gehen solltest. Das ist der zweite Punkt an dieser Stelle. Mit Optimismus ist gemeint, dass du daran glauben sollst, dass sich die Situation verändern kann. Damit ist nicht gemeint, dass du die ganze Zeit durch die Welt gehen sollst und nur positiv denken solltest. Meines Erachtens funktioniert das nicht, weil ich dann die Scheuklappen davor verschließe, wie die Realität aussieht. Genauso wenig solltest du aber auch hergehen und einfach sagen, ja, aber es ist alles schlecht und wir werden alle sterben. Das ist genauso wenig der Sinn der ganzen Übung. Dadurch wirst du sicherlich auch nicht gelassener, wenn du immer nur den Blick aufs Negative hast. Also bitte nicht den Blick aufs Negative oder nur aufs Positive setzen, sondern einen Mittelweg. Schau dir das Positive an, schau dir das Negative an und mach eine sogenannte Realitätsüberprüfung. Das heißt für mich, dass du es wieder auf die Sachebene runterbrichst. Selbst wenn du Emotionen dabei hast, versteh mich nicht falsch. Emotionen sind total gut an der Stelle, aber sie sind Wegweiser, wie es für dich interpretiert wird. Das heißt nicht, dass die Realität so sein muss. Und wenn du daran glaubst, dass du etwas verändern kannst, und jetzt kommen wir zu Punkt 3, auch mit deiner Selbstwirksamkeit die Fähigkeit mitbringst, etwas zu verändern, also in der Lage bist, zum Beispiel die Sachen tatsächlich auf die Sachebene runterzubrechen, zu überprüfen, wie würde ein Fremder diese Situation vielleicht beurteilen, wie würden beste Freunde, Familienmitglieder diese Situation interpretieren. Dann bist du auch in der Lage, die Situation letztendlich zu verändern. Du bist in der Lage, etwas über Zeitmanagement zu lernen, dir anzuschauen, wie viel Zeit du tatsächlich für die einzelne Aufgabe brauchst. Nimm dir eine Stoppuhr und stopp die Zeit, sodass du in Zukunft deine Planung besser machen kannst. Dazu gerne in einem weiteren Video mehr. Du bist in der Lage, ganz genau zu gucken, wie du dein Leben letztendlich leben möchtest. Und das führt dazu, dass du gelassener durch die Welt gehen kannst, indem du tatsächlich daran glaubst. Jetzt kommen wir zum weiteren Punkt, Eigenverantwortung. Das heißt, du musst allerdings auch so fair zu dir sein und sagen, du hast die Verantwortung. Wenn du einen super Plan erstellt hast, bringt es dir überhaupt nichts, wenn du den nicht einhältst. Ja, du hast die Verantwortung für dein Leben. Das heißt, du musst dir genau anschauen, welche Fähigkeiten bringst du mit. Sei da auch sehr ehrlich zu dir, was du tatsächlich dir zutraust. Wenn du noch nie etwas mit Zeitmanagement zu tun hattest, musst du kleine Schritte gehen. Es bringt nichts gleich, morgens um 5 Uhr aufzustehen und alles total durchzustrukturieren. Das wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schaffen. Aber was hilft, ist auf jeden Fall bestimmte Punkte zum Beispiel zu setzen, zu sagen, ich nehme eine Sache am Tag vor, um diese Sache tatsächlich in Zukunft besser machen zu können. Das heißt, du hast die Verantwortung für dein Leben und kannst genau jetzt überprüfen auf der Sachebene, wohin geht die Reise. Du kannst mit deinen Werten halt auch jede Situation analysieren. Gehört es mit zu deinem Lebensweg? Möchtest du diesen Weg überhaupt einschlagen? Ein weiterer Punkt sind Beziehungen. Mit Beziehungen meine ich nicht nur deine Ehe, sondern ich meine mit Beziehungen tatsächlich zu anderen Menschen. Das heißt, wer zum Netzwerker. Wenn du bestimmte Fähigkeiten zum Beispiel nicht mitbringst oder sie dir besonders schwer fallen, schau doch einfach mal in deinem Familienkreis oder in deinem sozialen Umfeld nach, ob dir jemand helfen kann. Ob jemand vielleicht bestimmte Sachen schon super hinbekommt. Dann frag ihn, hey Mann, wie machst du das eigentlich? Ich möchte das auch gerne so geschillt
machen können wie du. Ich möchte gelassener an die Sachen rangehen und mir nicht immer den Kopf machen, wie kann ich die oder jene Aufgabe letztendlich umsetzen. Beziehungen sind meines Erachtens auch wichtig, um eben die Dinge auf die Realität wieder runterzubrechen, also auf der Sachebene zu bleiben. Frag ruhig, wie schätzen andere Menschen vielleicht die Situation ein? Mach dir ein Bild darüber. Das heißt nicht, dass du denen unbedingt glauben musst oder sagen musst, okay, wenn die das so sehen, dann ist meine Wahrnehmung total falsch. Das meine ich nicht damit. Aber dadurch hast du vielleicht nochmal die Möglichkeit, einen sogenannten Perspektivwechsel einzulegen und die Sachen nochmal für dich zu überprüfen, ob deine Interpretation tatsächlich die richtige ist. So, jetzt hast du sehr viele Dinge schon für dich überprüft und bist auf einem guten Weg, um mehr Gelassenheit in den Alltag zu bringen. Aber jetzt geht es darum, Lösungen zu finden. Das heißt, du weißt jetzt, wie deine Sachebene aussieht, du weißt, was du verändern möchtest und jetzt setz dich hin. Setz dich hin und mach dir einen Plan, was möchtest du jetzt als allererstes verändern? Was ist etwas, wo du sagst, wow, wenn das weg ist, dann würde ich schon viel geschildert durchs Leben laufen. Das heißt, du bist in der Lage, Lösungen zu finden, dir genau jetzt zu überlegen, wie kriege ich das hin. Denk dran, wenn du das alleine nicht hinbekommst, stütz dich gerne auf andere Menschen und frag einfach nach. Und hör dir auch genau an, was diese Menschen vielleicht zu sagen haben. Es ist nicht immer einfach, Lösungen für sich zu finden, vor allen Dingen, wenn man den Eindruck hat, alles läuft gerade schief und man kommt irgendwie nur noch mit wildem Geplansche irgendwie an die Oberfläche des Wassers, weil das Wasser bis hierhin steht. Aber glaube mir, wenn du das alles ein bisschen mehr runterbrichst, dann wird auch dieses Drama, dieses Gefühl, es nicht schaffen zu können, tatsächlich ein ganzes Stück weit verschwinden. Jetzt kannst du halt Lösungen ganz konkreterweise für dich finden. Wenn du diese Lösung jetzt hast, kommen wir zum letzten und siebten Punkt. Neuausrichtung. Du weißt jetzt genau, wie die Sachebene aussieht. Du hast etwas über Akzeptanz gelernt. Du glaubst daran, dass dein Leben zu verändern ist. Du weißt deine Fähigkeiten, du weißt ganz genau, dass die Verantwortung bei dir liegt. Du bist in der Lage, deine Beziehungen zu deinen Mitmenschen zu nutzen und die letztendlich mit herauszufordern, dir zu helfen. Und glaub mir, Freunde machen das tatsächlich sehr gerne. Und du bist in der Lage, jetzt Lösungen zu finden, weil du dich auf den Weg gemacht hast, zum Beispiel mehr über Zeitmanagement zu erlernen oder auch andere Fähigkeiten, besser kochen, damit du nicht stundenlang in der Küche stehst, damit du irgendwas Essbares zusammenzaubern kannst. Ja, auch da hast du dich auf den Weg gemacht und hast gesagt, okay, das muss ich verändern, damit ich an der Stelle geschildert bin. Guck dir dabei aber bitte auch deine Stärken an, was du alles schon schaffst. Mit Sicherheit gibt es mindestens 10 Sachen, die du bewerkstelligen kannst. Wenn du genau hinguckst, wirst du diese sicherlich mit den Tipps finden. Und jetzt zum Schluss geht es darum, dich neu auszurichten. Du hast jetzt einen klaren Plan, eine klare Vorstellung davon, wie dein Leben zukünftig aussehen soll, damit du gelassener im Alltag leben kannst. Und jetzt geht es darum, das einfach umzusetzen. Einfach ist natürlich immer relativ, das wird Zeit brauchen, du wirst das leider Gottes nicht von heute auf morgen verändern können, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man dich in einer Woche fragt, hör mal, wie läuft es, wirst du schon die ersten Veränderungen feststellen, wenn du dich an diese 7 Tipps halten magst. Gerne unten in die Kommentare später mal schreiben, hat es funktioniert oder hat es eben nicht funktioniert. Gerne darfst du auch abonnieren und natürlich das Glöckchen klingeln lassen, damit du in Zukunft nichts darüber verpasst, wenn es hier zukünftig übers Zeitmanagement geht.